Die Freimaurerei entstand Anfang des 18. Jahrhunderts in England. Von dort breitete sie sich schnell in Europa aus und danach auf der ganzen Welt. Heute gibt es weltweit über 3 Millionen Freimaurer. In Deutschland sind es immerhin 14.000 und in der niedersächsischen Landeshauptstadt gibt es 10 Logen. Die älteste, Friedrich zum Weißen Pferde, wurde 1746 gegründet von einem Türken, Mehmet von Königstreu. Er war der Sohn des Kammerdieners des Kurfürsten von Hannover, des späteren Königs Georg I. von England. Weisheit leite unseren Bau. Stärke führe ihn aus. Schönheit ziere ihn. Freimaurerloge, meinen Sie das? Also das ist ja für uns Außenstehende so ein bisschen mystisch. So ungefähr zweimal wird gut gesagt und das dritte Mal muss er dann sich selber entscheiden, das Leben zu nehmen. Ich denke, Sie lassen sich nicht so in die Karten schauen. Also es ist schon eine eingeschworene Gemeinschaft. Ein Geheimbund würde voraussetzen, dass niemand von Ihnen gehört hat und man hat von Ihnen gehört. Die treffen sich. Karten was aus, bei Adolf wurden sie verfolgt. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Ich glaube, die haben hier geschäftliche Interessen gehabt. Es waren also alles Selbstständige, also alle Leute, die gutes Geld hatten. Aber wofür die nun im Allgemeinen gestanden haben, das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Eine Vereinigung von recht respektablen Herren. Also es gehörten große Männer in die Logen. Nicht so gehört zum Beispiel der alte Fritz. Meine Brüder, ich entbiete euch den Gruß des ehrwürdigen Meisters vom Stuhl, der vollkommenen und gerechten Loge Friedrich zum Weißen Pferde. Ich bitte euch, sich auf eine Meisterloge vorzubereiten, sich maurig zu begleiten und die profanen Gespräche einzustellen. Freimaurerei ist eine weltbürgerliche Vereinigung auf ethischer Basis, angelehnt an die symbolträchtige Welt der mittelalterlichen Bauhütten, ist Freimaurerei die Idee des sinnvollen Bauens und Gestaltens von Zeit und Raum. Das umschreibt seit der ersten Großlogengründung von 1717 den Lebensstil von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Bildung, Weltanschauung, Nation oder Hautfarbe, die sich auf der Waage der gleichen Ebene aller brüderlich begegnen.
Die Weltwirklichkeit zeigt, wie brennend aktuell es ist, brüderlich zu denken, Trennendes zu überwinden, Verständigung zu suchen, Mitverantwortung zu übernehmen, Zivilcourage zu zeigen und immer wieder Brücken zu bauen. Die Loge ist Lehr- und Übungsstätte dafür. Was Menschen dort miteinander einüben, soll sie stärken für die Herausforderungen des Alltags und sensibilisieren für die Probleme der unruhigen Welt. Freimaurerei kann nicht die Welt verändern, sie kann aber aus guten Menschen bessere machen. Maurerei entstammt aus der Terminologie der Dombauhütten. Das heißt, es ist schon eine übernommene Symbolik. Maurerei bedeutet, ein Bauwerk zu erstellen. Das ist natürlich heute nicht ein Bauwerk im materiellen Sinne, dass ein Gebäude hochgezogen wird, sondern es ist eine Auslegung dessen, dass wir an der Entwicklung von Menschsein bauen, das heißt, die innere und weitere Entwicklung im Sinne einer Vervollkommnung von Persönlichkeit ist Inhalt der Maurerei, das heißt der Arbeit, die die Maurer in ihrer Loge und darüber hinaus tätigen. Die Symbolik ist untrennbar mit der Freimaurerei verbunden. Sie ist ein Wesensmerkmal. Daher spricht man auch von einem symbolischen Bund im Gegensatz zu den Dombauhütten des Mittelalters, in dem die Werkmaurerei dominierend war. Die Symbolik bedeutet, dass wir eine Allegorie vorfinden. Das bedeutet, dass wir in einem starken Maße mit Sinnbildern arbeiten, die sowohl im Ritual, in der Darlegung unseres Teppichs im Tempel, als auch in den einzelnen Werkzeugen zum Ausdruck gebracht werden. Wir haben einmal die Symbolik, die wir auch im Tempel als die drei großen Lichter bezeichnen. Das ist das Winkelmaß, der Zirkel und die Bibel bzw. das Buch der Heiligen Gesetze. Das Winkelmaß sozusagen richtet unser Handeln. Und das bedeutet, wir sollen winkelgerecht handeln, wir sollen winkelgerecht uns und versuchen, Gerechtigkeit und das Entsprechende, was Menschsein bedeuten kann, umzusetzen. Der Zirkel soll einmal zeigen, dass wir in einem Verhältnis im Bund untereinander uns befinden, das heißt ein Verhältnis der Brüder und der Schwestern. Aber der Zirkel zeigt auch auf, dass wir ein Verhältnis zu unserer Umwelt, zu unseren Mitmenschen über die Loge hinaus finden. Die Bibel soll unseren Glauben sozusagen ordnen. Das bedeutet nicht eine bestimmte Glaubensrichtung, sondern die Form eines Denkens und eines Gefühls im Sinne einer Wertorientiertheit, dass wir über das materielle Leben hinaus eine Form von Sein vorfinden, das uns Halt, Sicherheit, aber auch Zukunft ermöglicht.
Ich würde es sehr klar von einer Religion unterscheiden, diese humanistischen Ideale, die man dort findet. Es ist natürlich, was ich sehr, sehr wichtig finde, es ist etwas, was allen eine Wertschätzung gegenüberbringt. Es ist etwas, wo jeder sozusagen sich auch frei äußern kann, wo man die Möglichkeit hat, auch von anderen in einem Diskurs sich auch eine kritische Rückmeldung, aber immer auf Augenhöhe. Und was ganz wichtig ist, es soll keine Einflussnahme stattfinden. Es ist nicht etwas, um andere zu beeinflussen oder in eine Richtung zu orientieren, sondern es hat noch so diese Möglichkeit einer weit gefächerten Diskussion. Zum Beispiel auch etwas, was man gut im Alltag dann wieder mitnehmen kann, was auch teilweise so ein Stück, ich nenne es mal so innere Energie, Aktivität freisetzen kann, die einen im Alltag danach auch wieder beflügeln kann. Wenn man sich die Entwicklung der heutigen Gesellschaft anguckt, so befinden wir uns in einer Phase stetig sich verändernder, immer schneller lebiger Abläufe, die es manchmal auch sehr schwer machen, dort mitzukommen, die für viele durchaus auch Herausforderungen darstellen. Und die Freimaurerei bringt etwas wie sehr konstante, aber auch sehr humanistisch orientierte Werte, die durchaus so etwas wie Halt bringen können, die eine Kontinuität nochmal vermitteln, die teilweise leider verloren geht. Es mutet vielleicht anfänglich manchmal sogar etwas altertümlich an, aber es sind Dinge, die einen Kontrast auch zu der momentanen Entwicklung, zu dem Alltag darstellen können. Immer wieder wird die Frage gestellt, wie unterscheiden sich Freimaurer? Wie gehen die miteinander um? Der eine ist Unternehmer oder Direktor oder hoher Ministerialbeamter, möglicherweise Minister, und der andere ist möglicherweise sein Pfarrer. Und beide sind in der gleichen Loge, was durchaus denkbar ist. Nun, das wichtigste Statussymbol des Freimaurers ist der Name Bruder. Der gilt für jeden. Es spielt keine Rolle, was jemand auf dem Konto hat. Freimaurer definieren sich nicht über ihren Kontostand, über ihr Haus, ihre Yacht, ihr Pferd, ihre Freundinnen, Frauen etc., sondern sie definieren sich untereinander als Brüder in brüderlichem Geist. Danach bewertet, was sie dem Bruder bedeuten und geben, nicht was sie darstellen wollen. Bei Freimaurern gilt immer, zum Unterschied von vielen anderen, auch sehr hochgestellten Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft, mehr sein als scheinen. Wer nur Freimaurer scheinen will, hat eigentlich den falschen Bund ausgewählt und wird sich auf Dauer auch nicht wohlfühlen in seiner Loge. Wohltätigkeit ist von Beginn an in der Freimaurerei ein Selbstverständnis. Für mich eine humanitäre Verpflichtung jeden einzelnen Bruders. Für unsere zahlreichen Förderobjekte müssen wir Gelder einsammeln. Woher kommen sie? In der Regel erhalten wir regelmäßig Spenden durch Sammlungen in den Tempelarbeiten, auch durch Nachlässe. Außerdem führen wir Wohltätigkeitsveranstaltungen durch, wie Konzerte oder auch Matineen im Bereich. Ein besonderes Projekt möchte ich hervorheben, nämlich den Weihnachtsbasar der Damen der hannoverschen Freimaurer, die seit Jahrzehnten diesen Weihnachtsbasar durchführen und im Durchschnitt jährlich 15.000 bis 16.000 Euro einnehmen, die dann an soziale Organisationen wie Asphalt, Violetta, unterschiedliche Selbsthilfeorganisationen und Bedürftige in unserer Gesellschaft verteilt werden. Mit dem Kultur- und Sozialwerk unserer Loge unterstützen wir soziale Projekte in Hannover. Das ist der Stadtteil Bauernhof in Hannover-Brodfeld-Fahrenwald, das Jugendschutzzentrum, das Brückenteam der Medizinischen Hochschule für schwerst krebskranke Kinder und seit neuestem auch das Zahnmobil des Diakonischen Werkes in Hannover. Kulturell projizieren wir unser Hauptsponsoring auf Jugend forscht, Jugend experimentiert und Jugend musiziert.
Es gibt ja seit einigen Jahren auch Frauenlogen. Die erste hatte sich 1952 gegründet. Wir sind die erste Loge für feminine Freimaurerei in Hannover. Wir sind die 9. Loge bundesweit gewesen, die sich gegründet hat. Mittlerweile, per heute, haben wir 21 Logen. Es ist eine stetige Entwicklung. Wir wachsen sehr. Das Interesse von Frauen an der Freimaurerei ist sicherlich so alt wie die Freimaurerei selber. Es ist wahrscheinlich so gewesen, dass in früheren Zeiten es Frauen nicht möglich war, solche Treffen wahrzunehmen, weil es einfach unschicklich war, alleine das Haus zu verlassen oder unter Frauen an diesen Treffen teilzunehmen. Heute ist das überhaupt kein Problem. Heute können sich Frauen treffen, man hat sich auch da emanzipiert und macht im Prinzip genau das Gleiche, was die Brüder in den Bruderlogen ja auch machen. Man trifft sich, um sich als Person ethisch zu vervollkommnen, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, im Kreis mit interessierten Schwestern und Gleichgesinnten. Für mich ist die Freimaurerei insofern sehr interessant, weil man sich verwirklichen kann im Kreise von Schwestern, die einem zuhören und man gefordert wird, Zeichnungen zu halten oder über Themen zu diskutieren, mit denen man sich vielleicht sonst nicht beschäftigt hätte. Wir treffen uns in erster Linie natürlich, um freimaurerisch zu arbeiten, in Tempelarbeiten, in Gesprächskreisen, in Schwesternkreisen oder auch in Gästeabenden. Wir sind keine Therapiegruppe und kein Kaffeekränzchen, auch wenn man das Frauen ja leider häufig nachsagt. Wir beschäftigen uns in der Tat ernsthaft mit der Freimaurerei. Nichtsdestotrotz kommt die Geselligkeit natürlich auch nicht zu kurz. Nach den Tempelarbeiten, nach den Gesprächskreisen sitzen wir natürlich auch gerne zusammen und tauschen uns aus. Wir treffen uns auch in den Logenferien und unternehmen was gemeinsam oder machen Ausflüge zu anderen Logen. Das aber im Mittelpunkt steht tatsächlich die Auseinandersetzung mit den ethischen Werten und mit den freimaurerischen Symbolen. Es gibt in Hannover auch eine englischsprachige Loge. Eine englischsprachige Loge in Hannover, das verwundert vielleicht. Aber nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kamen mit den Besatzungstruppen, ganz besonders mit den britischen und kanadischen Truppen, auch viele Freimaurer englischer Sprache nach Norddeutschland. Und die haben in den großen Garnisonsstädten englischsprachige Logen gegründet. Heute sind in diesen Logen sehr viele Briten, die nach ihrer aktiven Militärdienstzeit, weil sie hier am Ort verheiratet waren, dann auch hier geblieben sind und denen diese englischsprachigen Logen ein gutes Stück Heimat mitbietet. Wir finden hier aufgrund der Messen, aufgrund der großen Firmen, immer wieder Interessierte, die zu uns stoßen, um aufgenommen zu werden oder aber die als Besucher hier kommen und es sich gerne angehen lassen, uns zu besuchen, da man sprachlich mit uns vielleicht manchmal weniger Probleme hat als mit einer deutschsprachigen Loge. Freimaurerei ist international. Wir wirken als Brüder zwar in unseren Heimatlogen, den Mutterlogen, doch wir sind Teil einer weltumspannenden internationalen Bruderkette. Und im Rahmen dieser Bruderkette gibt es herzliche und intensive Kontakte zu Logen auf der ganzen Welt. Nach Osteuropa, nach Westeuropa, in die Vereinigten Staaten. Das Bereichernde und das Schöne an diesen Reisen ist die Tatsache, dass wir nicht nur in den Logen in fremden Ländern mitarbeiten, sondern dass wir Kontakt haben zu den Familien, dass wir teilweise untergebracht sind bei den Familien und dass wir auf die Art und Weise auch eine Menge über Land und Leute kennenlernen. Genauso besuchen uns Logen aus allen Teilen der Welt. Und wir unterstreichen damit den internationalen
Charakter und unterstützen dabei die Weltbruderkette. Die Loge hat mein Leben wahnsinnig bereichert. Sie würde nie der Mittelpunkt meines Lebens sein, aber sie hat mein Leben wahnsinnig bereichert, das muss ich schon sagen. Die Menschen in der Loge, ja. Wir sind ja viel im Ausland gewesen und für uns war es auch in den Logenkreisen oft eine ganz große Hilfe, dass man die Unvertrautheit eines fremden Landes sofort überbrücken konnte durch die Freimaurerei. Ich habe das Gefühl, ich gehöre zu einer großen, großen, großen Gemeinschaft und mir geht es auch gut damit. Wir haben so viel mehr Gesprächsthemen, als wir vorher schon hatten und das ist so schön, es ist eine Bereicherung und es ist einfach eine Horizonterweiterung. Wenn man fragt, haben die Freimaurerlogen heute noch eine Berechtigung oder vielleicht besser, haben sie eine Chance für ihre Entwicklung, da muss man sagen, dass bestimmte Grundelemente der Freimaurerei auch heute sehr aktuell sind. Denn zunächst, und das ist, glaube ich, ein bedeutsamer Grundzug der Freimaurerei auch heute, suchen Menschen Freunde, sie suchen menschliche, sie suchen einen Raum, wo sie das Gespräch finden können, wo sie auch Hilfe finden können. Des Weiteren sind die Menschen auch heute daran interessiert, etwas zu erfahren über die moralischen Maßstäbe ihres Lebens. Woran soll sich der Mensch ausrichten? Was sind seine Aufgaben, sich selbst gegenüber oder seiner Familie gegenüber und der Gesellschaft gegenüber? Und insofern ist der ethische Diskurs, den die Logen anbieten, ein wichtiges Mittel, um den Menschen zu helfen, zu sich selber zu finden und ihrem Leben Sinn zu geben. Aber auch die dritte Hauptkomponente, die Komponente, die den Freimaurerbund eigentlich von allen anderen ähnlichen Bünden unterscheidet, Bünden mit ähnlichen Zielsetzungen zumindest, die rituelle Komponente ist für die Menschen heute wichtig. Denn es gibt eine unverkennbare Suche nach einer neuen Form von Spiritualität. Es gibt ein großes Interesse daran, das, was man für Wert hält, auch einzuüben, Methoden zu finden, wo man auch durch Mitwirkung an etwas wie an einem Ritual die Werte, die die Freimaurerei lehrt, zu verinnerlichen. Und das ist die Hauptsache des Rituals. Das Ritual verkündet keine Wahrheiten und Weisheiten, die im Prinzip außerhalb der Freimaurerei nicht zu erlangen wären. Das Ritual ist nicht mystisch und es ist nicht magisch. Es ist ein Raum, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. Und das, was man an Überzeugungen mit anderen Menschen teilt, sinnlich darzustellen in einem dramatischen Ausdruck. Denn Ritual bedeutet ja immer auch Inszenierung, Inszenierung der Menschen im Kontext des Rituals in der Loge. Wichtig ist an diesem Zusammenhang auch das sogenannte performative Sprechen. Die Arbeit ist beendet, erfüllt eure Pflicht. Performatives Sprechen ist ein Sprechen, durch das etwas wirklich bewirkt werden soll. So fragt der Meister vom Stuhl etwa den ersten Aufseher, seinen Stellvertreter in der Loge, kann man sagen: Bruder, erster Aufseher, warum nennen wir uns Freimaurer? Und er erhält dann die Antwort: Als freie Männer arbeiten wir am Bau der Humanität. Und das ist das, was Freimaurerei sein will.
eine Werkstatt der Humanität. Und das ist, was jeder einzelne Freimaurer und auch jede einzelne Freimaurerin werden möchte und sein möchte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Tempel der Menschlichkeit. Das Licht erlischt, doch in uns wirke fort das Feuer der Stärke. Das Licht erlischt, doch um uns verbleibe der Glanz der Schönheit. Das Licht erlischt, doch über uns leuchtet immer das Licht der Weisheit.